Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Hier an jedem Ort hat sich im letzten Video eine wahnsinnige Schlacht ereignet, die war richtig, richtig heftig. Richtig, richtig heftig, ja. Und zum Schluss konnten wir die Geisthaltung. Das war richtig geil, das werdet ihr auch nochmal zu sehen bekommen, wenn ihr es im letzten Video nicht gesehen habt. Ansonsten guckt euch das einfach mal an. Ihr werdet das ja sowieso tun, wie ich euch kenne, denn ihr habt ja alle Videos bis jetzt angeschaut in ganzer Länge. So, wir suchen gerade die Rüstungsschmiede, denn wir wollen unsere Sakai-Rüstung noch auf den maximalen Stand bringen. Hierin? Ich meine, ja doch, oder? Auf den maximalen Stand bringen, den letzten Schliff. Wir zeigen sie euch jetzt nochmal so, wie es jetzt gerade aussieht. Damit haben wir im letzten Video einen, beziehungsweise meine Freundin hat einen Anführer enthauptet, woraufhin sie viele weitere Feinde, ohne sich selbst daran zu verletzen, niedermetzeln konnte. Das war klasse. So, jetzt soll die uns erstmal unsere Sakai-Clan-Rüstung voll aufwerfen. Und das geht. Wir kaufen das. Vollständig verbessert. Jetzt ist das Geweih ein bisschen größer, habe ich den Eindruck, ne? Und ein bisschen mehr Rüstung. Ich glaube, so schultertechnisch ein bisschen mehr Rüstung, ne? Oben. Ja, an den Schultern, ja. Ja. Sieht saugeil aus. Ja. Wirklich voll cool. Und weiter geht das leider nicht. Weiß nicht, sollen wir irgendeine andere Rüstung? Nö. Ich glaube, wir werden in dem Spiel keine andere mehr anziehen, ne? Ich glaube auch nicht, ne. Man könnte jetzt spaßhalber noch ein paar andere aufwerten, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, besser. Wir sehen uns wieder. Oh je. Echt jetzt? Scheiße. Ja, dann haben wir vielleicht doch noch was zu tun hier, ne? Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir die jetzt voll aufgemotzt hier. Wie gesagt, Geweih jetzt ein bisschen größer. Und ich meine, an den Schultern oben ist jetzt ein bisschen mehr Rüstung. Ich glaube aber, der Rest ist relativ identisch geblieben. Wir tun nun Folgendes. Wir schauen uns hier, das habe ich sogar schon markiert, beziehungsweise meine Freundin hat es markiert, dieses Fragezeichen schauen wir uns an. Das könnte unter Umständen nochmal so ein Bambus-Übstand sein. Und den möchte ich noch schnell absolvieren. Und im Anschluss geht es dann hier hoch zur nächsten Hauptmission. Jawohl. So. Darüber müssen wir. Sakai. Der Vogel kommt jetzt auch schon hin. Ah ja, da ist er ja, der Vogel. Der hängt jetzt natürlich da fest. Ja, tschüss, Vogel. Toll. Ja, da hoch, schon richtig. Noch 60 Meter, das kann ja nur nicht schnell so weit sein. Ja, da haben wir es auch schon. Das sieht tatsächlich nach einem Bambusstand aus. Jawohl. Die sind auch immer ganz cool. Deswegen machen wir die auch immer ganz gerne. Und die geben natürlich auch ein bisschen Entschlossenheit. Was war's? Entschlossenheit und was noch? Ich glaube, das war das Einzige. So. Ja. Oh, die werden aber auch komplexer, muss man tatsächlich sagen. Sehr schön. Ja. So, jetzt wird's. Okay. Scheiße. Jetzt wollte ich gar nicht drücken. Ich mache ja so meine Trockenübung immer vorher. Ich tue nur so, als würde ich die Knöpfe drücken, bis ich die Reihenfolge einigermaßen drin habe. Ha! Ah! Ja, jetzt. Ja. Endlich fertig, ja. Das muss ich nicht einmal schneiden, gell? Obwohl, vielleicht schneide ich es doch. Schauen wir mal. Also wenn es so aussieht, als hätte ich das beim ersten Mal geschafft, die dritte Stufe, dann habe ich es geschnitten. So, was machen wir jetzt? Wir wollten jetzt zur nächsten Hauptmission, damit das hier auch schön kampflastig weitergeht. Dazu beamen wir uns. Beamen, ja. Also wir machen Schnellreise in Fürst Shimuras Lager. Und dann sind wir ja im Prinzip auch schon da. Und da wartet dann die nächste Hauptaufgabe. Und dann kann es eigentlich nicht mehr lange gehen, dass wir vor den Pforten von Burg Shimura stehen. Sehe ich das richtig? Ja, ich denke es mal, ja. Hier geht es jetzt um die letzten Vorbereitungen, ja. Und dann wahrscheinlich... Es kann natürlich passieren, dass es jetzt noch so nebenher so ein, zwei Sachen kommen, ja, die, das kennen wir ja bereits. Du denkst, du machst jetzt die und die Mission und dann schickst du dich aber noch schön dahin und dorthin und überall hin und dann hast du die komplette Map wieder durchgeackert. Rein zufällig. Da ist er. Da ist er. Oh, Sakai. Oh, Sakai. Gute Arbeit. Ah ja, habe ich gemacht. Also nicht ich. War ja gar nicht ich. Kann ich jetzt mit dir sprechen? Muss ich dich... Mit deinem Rücken sprechen. Ich muss... Ja, genau. Sprich zum Rücken.
Okay. Ist nicht würdig genug von vorne. Aber echt. Er ist auch Schuss. Nicht mal jetzt schaut er mich an. Nochodo Yuna ni owai kudasai. Hobi no shitaku wa sumasete aru. Hondo kara no enpei ga jiki shima ni tsuku. Da ga sono mai ni Hayauma ga todoite na. Ein neues Problem. Sekkou ga Han no gechi wo te ni ireta. Ryuzou ni ateta mono. Jetzt haben wir ja gesehen. Suge ga Sashu ga waga jin ni seme iru you da. Ryuzou wa ima doko ni? Ich glaube, sie glänzt jetzt mehr. Oya-san. Omae ga ikazu tomo yoi no da zo. Katsute no tomo desu. Watashi ga kiraneba. Dewa makase yo. Kochira wa ikusa jitaku wo sumasete yo. Also geht's jetzt wahrscheinlich gegen Ryuzo. Ich halte das für eine Falle. Möglicherweise. Eine Abrechnung in Blut. Könnte aber auch eine Abrechnung in Blut werden. Frage ist, wessen Blut? Dem Onkel ist übrigens gar nicht aufgefallen, dass ich die Rüstung seines Bruders anhabe, aber egal. Ich habe das Gefühl, Yuna wird sterben. Es läuft irgendwie so darauf hinaus, dass sie jetzt mitkommt. Und Ryuzo hat ja gesagt, vielleicht muss ja nicht er sterben, also nicht Jin. Aber irgendjemand wird sterben. Schauen wir mal. Sprich mit Yuna, da haben wir sie. Wenn er mitnimmt, dann wird er sterben, würde ich mal tippen. Hallo. Shimura-sama no okage sa. Ashita no yoake ni wa fune o daseru. Kurz davor, ihr Ziel zu erreichen, wegzukommen, das klingt zu gut. Koya-san toride ni hisonde oru. Muri da. Waruku omuanai de. Korebakkari wa tanomi o kikenai.腹をすかせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。ボンには触れない。急に立たずとも、リュウゾウを撃ってから出立すればよかろう。これは安全策さ。ならば止めまい。 Okay. So, noch ein bisschen duschen? Nee, okay. Schatten der Nacht. Soll ich so kommen, ja? Verlasse Fort Shimuras Kriegsland. Okay. Fürst Shimura. Entschuldigung, Fürst Shimuras Kriegsland. Fort Shimura. Als wäre es ein Fort. Egal. Ja, vorlassen. Das geht da vorne. Wie ein Feigling renne ich weg. Vor deinen Gefühlen. Moment mal. Ich habe ja wirklich gedacht, zwischen ihm und Yuna ist irgendwas, ne? Wer weiß. Reise nach Fort. Mach mal die Karte. Jetzt haben wir da ein Fort. Koya-san, 500 Meter. Wo ist das? Das ist da, ist auch schon markiert. Nehmen wir das Pferdchen. Oder hättest du auch hingehen können? Ah, 500 Meter mit dem Pferdchen ein bisschen schneller. Wenn wir es. Hallo? Außerdem regnet es ja. Da werde ich ja bloß nass. Mit dem Pferd bleibe ich vielleicht ein bisschen trockener. Durch den Fahrtwind werde ich direkt getrocknet. Ja. Richtung stimmt. Jetzt geht es ein bisschen quer, fällt ein. Oh, endlich. Ich habe ein bisschen... Ah, okay, das Wetter wird geil. Aber sowas von. Hä? Also wirklich, als würde ich von meiner eigenen schlechten Laune wegreiten. So. Ja, sind wir eigentlich auch schon da. Ich glaube, die letzten Meter, sollen wir die zu Fuß gehen? Ja.
Das Pferd lassen wir hier. Kann das auch trocknen? Ein Nest voller Verräter. Es ist schon Nacht, weißt du? Ausspähen. Ja, okay, dann müssen wir uns erstmal einen Platz zum Spähen suchen. Habt ihr das da hochgehen sollen, das letzte? Das zeigt man nur noch 20 Meter an. Jetzt müssen wir hier irgendwo ein Plätzchen anzeigen, welches ich zum Spähen nutzen kann, wahrscheinlich. Ah ja. Na, mal sehen, ob ich das noch kann, ne? So ein bisschen hier. Kämpfen, ja. Planen. Oh, warte. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Er wird sterben. ともに立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょ、クロード様。もうことは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょ。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決して縮じりません。では、そろそろ行くぞ。 Es geht nicht mehr. Ich kann nichts. Ich kann gar nichts. Ist ja echt. Also sage mal. Weißt du, ich probier's mal hier hinten rum. Vielleicht ist das einfach geiler. Schade. Ich muss also direkt wieder rein. Wenn ich jetzt ganz großes Pech habe, dann ist die Meute schon wieder zurückgekehrt, weil sie Taka verloren haben oder gemeuchelt, man weiß es nicht. Unter Umständen haben sie ihn ja erwischt. Das hier gefällt mir aber ganz gut. Vielleicht kann ich von hier aus. Na, wäre ja zu schön gewesen. Jetzt schauen wir mal. Nee, also Gegneraufkommen ist immer noch übersichtlich. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich sollte mich einen um den anderen durchschlagen. Ach, versuch mal so ein bisschen schleichig unterwegs zu sein. Ja, ja. Herausfordern tun wir mal nicht. Hier durch kann ich nicht. Chiharu! Da bewegt sich jemand zügig, aber der kommt er hier runter? Sieht so aus, ne? Wenn er in die Nähe kommt, kannst du ihn kaputt machen. Ja. Ist aber schnell, sonst brötet er gleich. Hinduan! Das hätte ich von vornherein vorher bedenken müssen. Herausfordern tun wir nicht, das fällt ja auf. Funktioniert schon, wenn man schnell ist. Komm, schnell, bevor er sich umdreht. Ja. Funktioniert ja ganz gut. Da ist eine Leiter rechts. Ja. Geil. Da kann ich mich vielleicht auch schön ranschleichen, jawohl. Wenn ich Glück habe, habe ich auch noch ein bisschen Gras, in dem ich mich verstecken kann. Okay. Da komme ich natürlich nicht so einfach rein. Wäre auch zu schön gewesen. Übers Dach.
Sieht nicht so aus. Da knurrt ein Hund oder etwas. Ach nee, der schnarcht bloß. Der ist ja geil. Kann ich da nicht rein? Kann ich irgendwie drunter durch und mir den vorknöpfen? Hä? Nee, hast mich gar nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Okay, ich schleiche mich mal rum. Tolle Wurst. Ah, ja, Fenster. X. Ja. Den kannst du durch die Tür kaputt machen? Ja, aber das fällt wahrscheinlich ein bisschen arg auf, oder? Probier ich mal. Wie viel fehlen denn mir noch zum... Ja, zwei müsste ich noch umbringen. Der kommt, pass ab. Genau, ja. Stell dich dahinter die Mauer. Ine Kissen Hun. Uch, den Wan! Allerdings habe ich jetzt natürlich wieder das Unverletzte nicht geschafft. Schon mal ein bisschen besser gelaufen als vorher. Ich hätte mir allerdings gewünscht, wenn ich hier so ein kleines bisschen, ja, den Geist hätte zum Leben erwecken können, sage ich jetzt mal. Jetzt gucke ich hier erstmal die Leute an. Wegen Loot und so. Von da kann keiner kommen. Sehr gut. Da drüben ist auch, oder? Geh hoch. Nee. Ja, ich gehe schon. Kein Stress. Das Leben ist zu kurz, um Stress zu machen. Okay, der guckt in unsere Richtung. Oh nein. Wollte ich eigentlich nicht. Ist egal. Wie wechsle ich denn auf die normalen Pfeile? Ja, rechts da. Aber das ist nicht normal. Mach einen normalen Bogen. So. Hey, ist das viel, ne? So, jetzt mal alles checken. So, und hier wartet Ryuzo auf uns. Taka wahrscheinlich. Ryuzo, warteten da sie. Oh je, wollen wir nicht erstmal reden? Ja, die Dokoro ist aete morashita kara na. Han to atte kure. Kiku mimi wa motan. Yoku mo uragitta na. 島を守りたくないのか切り合う意味なんてないんだぞ。いや、リュウゾー、意味はある。Vielleicht würde er ja sagen, er hilft uns jetzt. Oh. So feige, ne? Aber echt. So feige. Sakai-sama. Sakai-sama, 目を開けてください. Taka. あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが見つかって Masi, nicht mehr. Sie haben unsere Rüstung. Ich rate aus. Nawa o hodoke. Das können Sie doch nicht machen. Skoshi demo yurumareba. Was? Taka, taeru no da. Oh je, ich hab eine Ahnung. Er wieder mit seiner Schüssel, ne? Ja. Das ist dein Kelch. Übrigens. Ich dachte, das ist wieder heißes Öl oder sowas.
情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも来た。ich glaube, er stirbt anders. 戦が終わるというのに、農家の区別にはならぬ。誉れ高き一族の中で、日陰の身となる辛さよくわかる。英雄となるべき我らが、その機会すら得られる。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。どう仕打ちをさせる気か。貴様、そう、unrecht hat er ja gar nicht, ne? Vielleicht. Aber wer weiß, ob er sein Wort hält und wir Frieden bekommen werden. さすがはクロード。こやつの身は案じておらぬか。殺せ。逃がしてやる。Unser Schwert, ne? Wird er uns treuer sein als Ryuzo? Ich glaube, ja, aber ich glaube, das wird er nicht überleben. Wird wahrscheinlich versuchen, den Kahn ja. anzugreifen. Der hat sich das natürlich gedacht, ne? Uiuiui. Jetzt fangen sie an mit der expliziteren Gewaltdarstellung. Ne? So, ab jetzt ist das Spiel dann ab 18. Vorher ging es ja noch. Mata erabase te yaru. Kondo wa ayamatsu na yo. Puh. Aber wir haben es geahnt. Ich hab gedacht, aber das ist. Oh je. Und jetzt wird Yuna sauer sein. Ach herrje, jetzt geht dann wieder der Zickenterror los. Jetzt will sie auch Rache. Ja. Oh Gott, wir müssen wahrscheinlich gegen sie kämpfen. Wir haben ja ihren Bruder auf dem Gewissen. Ja, ja, ist alles unsere Schuld, ne? So wird's rauskommen. Und die hat dann auch wieder eine Energieleiste so breit wie der Bildschirm. Das ist sowas von. Nein. Sollen wir den einpacken und mitnehmen? Ach nee. Das ist ach. Schlimm. Eieieiei. Liegt hier noch so rum. Ja, das ist ja lieb. Wenigstens etwas. Aber der Idiot, wieso ist er uns auch gefolgt? Ja, wir sind ja schuld, wir haben ihn ja die ganze Zeit, also Jin hat ihn ja die ganze Zeit so aufgebaut und... Ja, ja, er kann... Du sollst mitkämpfen, mach mit und was weiß ich... Oh je, Ronin, haha, hab ich gar nicht gesehen! Michael Feuer! Ja... Ich hab aber rechtzeitig losgelassen! Eieiei, sage mal. Aber ich bin der Meinung, ich habe rechtzeitig losgelassen. Probier's nochmal.
Es Heiland, Sack, Hohüte, echt. Ohne Witz, die f*** mich auf, echt. Das schneiden wir raus. Vielleicht auch nicht. Ich kann ja auch mal aus der Haut fahren. Nee, lass. So, nochmal. Die stellen sich aber auch gleich alle um einen rum auf, ne? Es gibt's nicht, diese scheiß Herausforderei, dass die überhaupt nichts mehr wird. Alter Verwalter, elendige. Ach, fick dich doch. Sage mal, was ist denn das jetzt für eine ja, elendes Dreckspiel? Sage mal, braucht die Rüstung auch nicht. Meine. Was? Wie bitte? Jetzt auch, es reicht jetzt, oder? Meine Fresse, echt. Ah, da ist noch einer. Na gut, den kriegen wir jetzt heute auch noch so hin. Den einen da. Der weiß noch gar nichts von sein. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Nimm doch die Pfeile, bitte. Wo sind denn Pfeile? Ah. Ach, ist ja keine mehr. Den mache ich jetzt auch so aus nächster Nähe fertig. Meine Güte.
Oh. Also das war jetzt alles andere als die feine Englische. Ich habe vielleicht auch das ein oder andere Schimpfwort gesagt. Ihr werdet das aber nicht gehört haben, weil da ist ein Delfin vorbeigeschwommen zufällig in dem Moment. Deswegen habt ihr das gar nicht gehört. So. Und sie? Oh nein. Jin. Yuno. Saki, Han und Ryuzo mikaketa. Taka wa doko? Ja, ja. Genau. Jetzt passiert das, was passieren muss. Nande? Uso da! Taka! Warte! Geh nicht dahin! Gehe dort nicht hin! Geh nicht dorthin! Und es ist alles meine Schuld. Deswegen muss ich jetzt sterben, ne? Entweder will sie jetzt uns töten, was unsere Schuld ist, oder aber sie geht nicht und kämpft mit uns jetzt noch gegen die Mongolen. Denn es war ja der Khan, Khotun Khan, der ihn umgelegt hat. Ja, ja, nicht mitgenommen, er ist ja hinterher gekommen. Ungefragt, wohlgemerkt. Er muss noch beerdigt werden, ja, ja. Ach nee, schon wieder, oder? Wo kommen sie denn überhaupt? Und ohne. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, um Raubtierfälle aufzusammeln. So, naja, war ja schlimm genug jetzt. Das war ja eine Tortur. Das waren wohl alle, ja? Ja, das hat er verdient. Das machen wir auch schnell. Und dann war's das mal für dieses Video, glaube ich. Dann brauchst du erstmal einen Schnaps, gell? Trinke erstmal einen Schnaps, ja.
Mit Schnaps meine ich nicht ein Glas, sondern eine Flasche. Oder so. Vielleicht aber auch ein O-Saft. Ich muss mal gucken, was da ist. Genug Schnaps da. Das ist kein Schnaps, das ist Whisky. Takao machikomu ki wa nakatta. Sumanu. Ich sasete yaru tte. Chikatta no ni. Warui no wa atashi. Anta janai. Shimau. Haan ya. Ryuzo. Shima wo ubatta Mōko no seida. Ikashite wa okenu. Taka no kataki wo utsu zo. Das wird bestimmt lustig. Hallo. Er war wirklich tapfer. Ja, tapferer als Ryuzo auf jeden Fall. Ja. Du hast es geschafft. Oh je, du bist ein bisschen plagen. Also das war ja, also das war äußerst semi-professionell. Aber ich hab's doch irgendwie geschafft. Ja. Über das Herausforderung rege ich mich jetzt gar nicht weiter auf. Das bringt ja nichts. Einmal hat es ja geklappt. Ich hab mich auch schon aufgeregt. Aber echt, also wirklich, also das war ja früher so geil leicht und dann. Ach, was. Aber wir nehmen ihn beim Wort. Er hat gesagt, die Strohhüte sind vernichtet. Ryuzo ist jetzt allein. Ich hoffe, es stimmt. Boah, und der wird aber sowas von. Ey, dem ziehe ich ganz, ganz langsam die Haut vom Gesicht. Damit er ja jeden einzelnen Zentimeter merkt, der runtergerissen wird. So, das habe ich aber alles nicht gesagt, denn ich bin ja eigentlich ein ganz netter Typ. Jo, gut, das soll es für das Video an dieser Stelle mal gewesen sein. Ich reagiere mich jetzt ein kleines bisschen ab zwischen diesem und dem nächsten Video. Das spielst ja dann eh du wieder. Ja, ja, da kann ich dann sowieso nebenher ein bisschen Augen zumachen vielleicht. Schauen wir mal und die Handgelenke irgendwie auf Eis legen. Schauen wir mal. Also gut, für dieses Video ist es das gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen dalassen. Glöckchen aktivieren, falls ihr gar nichts mehr verpassen möchtet. Und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, wäre auch super. Herzlichen Dank nochmal und tschüss.